Willkommen zurück zum Fußballmanager 13 mit RB Leipzig in der Vorbereitung. Zwei Spiele haben wir noch und das erste, das gehen wir auch sofort an. Gegen den KSC, also gegen den Zweitligisten, da wo wir auch hinwollen. Am besten in der neuen Saison. Wir haben ein bisschen umgestellt, wie ihr gesehen habt in der letzten Folge. Ein paar Jungs, die eine super Form haben, die stehen jetzt auch wirklich in der Startformation. Und ich würde sagen, wir gehen das mal an. Im Trainingslager, weiß gar nicht mehr, wo war das jetzt, Igersheim. Das ist fast auf Augenhöhe, 695 gegen 703. Ich bin mal gespannt, wie Karlsruhe sich präsentiert und natürlich auch wir. Wir haben uns gegen Krai sehr, sehr schwer getan im ersten Match. Und es wäre natürlich ganz schön, wenn wir hier nicht verlieren würden. Kämpfen um jeden Ball, kann ich denen sagen. Ja, Timo Röttger mit dem 1:0, Klingmann sofort Postwenden mit dem Ausgleich. Jetzt 2:1, Riesenchance genutzt, Denis Tomala. Das fängt doch schon mal super an. Wir gehen wahrscheinlich auch mit diesem 2:1 in die Pause, ganz genau so ist es. Halbzeitansprache. Ja, zwei Tore gemacht, ein Gegentor kassiert, aber das ist halt nicht mehr jetzt wie mit Hamburg, mit Everton, wo du sagen kannst, wir haben da hinten 80er Jungs in der Abwehr stehen, 85er Torwart. Da brennt so schnell hinten nichts an. Nee, also wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, daran gewöhnen müssen, dass es ab und zu mal hinten einschlägt. Spielergespräche, Gott, Juri Jod war richtig schlecht. Aber die waren alle nicht gut hinten. Auch der Müller nicht, Dominik Kaiser kann ich mal loben. Vorne auch Denis Tomala sehr, sehr gut. Also der hat auch sehr gut gearbeitet. Ist der einzige mit Jod, die mit der Fitness schon sehr, sehr gut sind, also nicht diese orangene Farbe haben. Spieler wirken konzentriert, schwieriges Spiel. Ja, Gott, es ist Vorbereitung. Übertreibt man nicht gleich. So, Massagen für ihn. Und ich würde sagen, vorne für den Captain, für Fran. Und einen dürfen wir noch. Würde ich sagen, Christian Müller. Alles klar, wechseln ist es jetzt nötig oder was? Vielleicht Paulsen wieder noch für Denis Tomala. Weil mit einer 0-2, er kann sich eigentlich nur noch verschlechtern. Und Paulsen braucht ja auch wirklich dann Zeit, um sich jetzt hier ins System, in die Mannschaft einzufügen. Da muss ich wirklich schauen, dass ich die Neuzugänge reinbringe. Auch Dominik Kaiser war sehr gut, da kann ich Bastian Schulz mal spielen. Auf der Position. Jod, da kann ich mal Anthony Jung bringen. Für die zweite Halbzeit, weil 4,5 ist schon sehr schlecht. Das ist schon wirklich sehr schlecht. So, Karlsruhe hat hier die Möglichkeiten, aber eher nur kleine. Jetzt haben wir die 68. Minute erreicht. Das heißt, die letzten Wechsel werden jetzt hier ausgeführt. Niklas Hoheneder, ich würde sagen für Tobias Villas. Tim Sebastian hat noch nicht gespielt im ersten Match, deswegen kann er heute durchspielen. Papa Dimitru für Heidinger. Und ja, Clemens Fandrich mit einer 3,5, da bringen wir jetzt auch noch den eigentlichen Spielmacher Thiago Rockenbach da Silva. Und dann haben wir eigentlich alles gewechselt. Bis auf den Keeper. Wollen wir mal schauen, ob wir das schaffen. 3:1, Yusuf Paulsen. Klasse Spiel. Jetzt haben wir auch nochmal die Möglichkeit nachzulegen. Knapp nicht mehr ganz, aber 3:1 hier gegen den KSC gewonnen. Also das ist ein Zweitligist, natürlich auch noch in der Vorbereitung. Jetzt nicht hier überbewerten oder sonst irgendwas machen. Das ist ganz logisch. Reinhold Jabo, bester Mann für die Karlsruher. Bei uns war es Denis Tomala. Mit einer 2,0, auch Paulsen hat sich noch eingetragen mit einem Tor und einer 2,5. Anthony Jung, sehr stark, also das ist das Gegenstück zu Jod. Eine 2,0 für ihn. Ja, das ist natürlich der Kampf um den Stammplatz da links. Und da hat jetzt auf jeden Fall Jung einige Pluspunkte gesammelt. Und jetzt wartet natürlich Dortmund. Wir gucken mal nochmal rein, wie das hier mit den Statistiken ausgesehen hat. Karlsruhe absolut dabei, was die Chancen angeht, auch den Ballbesitz. Erfolgreiche Pässe haben wir annähernd gleich viele gespielt. Karlsruhe hat sehr viel gewechselt, was negativ war. Wir haben uns noch verbessert gegenüber der Startformation. Also nicht überbewerten, wie gesagt. Denis Tomala, Spieler des Spiels, das wird ihm auf jeden Fall sehr, sehr helfen. Reserve hat, glaube ich, ein Match gehabt, was wir da als Testspiel angesetzt hatten. Hofmann soll verliehen werden. Der Youngster, ich weiß gar nicht, was der spielt. Ich glaube, rechtes Mittelfeld. Berichtigt mich, wenn das nicht stimmen sollte. Peter Rölke fällt aus, Wadenbrellung. Aus der zweiten. Da kenne ich natürlich noch nicht viele. Das dauert noch ein bisschen. 3:1. Paul Schinke war da der Beste. Der links außen. Kaderanalyse beendet. Können wir doch mal reingucken, was uns gesagt wird. Und das sieht sehr gut aus. Also wir haben nirgendwo irgendwo ein Problem. Also keine gelbe Fläche, keine rote Fläche. Alles bestens, würde ich mal sagen. Spieler mit großem Potenzial. Kimmich und der Torwart Belliot. Ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird. Ich würde es jetzt französisch aussprechen. Also Benjamin Belliot, aber das weiß ich jetzt gar nicht, wo der herkommt. Kann auch einfach Bellot heißen. Aber das klingt halt ein bisschen komisch. Wer sich da auskennt mit Leipzig, vielleicht einfach mal
mir eine PN schreiben oder in die Kommentare, wie man den ausspricht, weil da weiß ich selber nicht. Wenn jetzt irgendwo Französisch wäre, ihr zweite Nationalität, da wüsste ich Bescheid, aber so. Keine Ahnung. So, ich will mal wissen, wie sieht's denn jetzt aus hier formtechnisch? Die Tomala natürlich ganz stark, Fran, Form von 8, Paulsen eine Form von 13. Wir haben hier unten einige Spieler, die mal eingewechselt werden müssten. Kamlot zum Beispiel, Henrik Ernst, Morris, Luge und natürlich auch wieder Kimmich. Aber jetzt spielen wir gegen Dortmund, es wird nicht einfacher, da die wirklichen Spieler einzusetzen, die diesen Wert haben hier. 52. Das ist schon wirklich sehr wenig. Ich guck mal gerade hier rein, wo es denn noch klemmt momentan. Eigentlich überall. Konditionelle, das machen wir ja momentan. Transfers, Kooperationsvertrag noch nicht ausgenutzt, aber das dauert auch noch. Weil ich muss ja wissen, wie gut die annähernd sind hier, die Jungs. Von daher, Verein, das habe ich, Mitarbeiter, nicht im Stand des Vereins. Ja, ist gut. Hier könnten wir vielleicht nochmal wieder ein bisschen was hier machen. Segelschein, Familie haben wir noch nichts. Mitarbeiter, das ist privater Bereich. Das verwirrt alles immer so ein bisschen, wenn man das hier unten sieht. Da glaubt man wunders, was hier im Argen liegen würde. Beim Verein, was wäre hier zum Beispiel sinnvoll, irgendwie den Laie noch anzustreben? Wir können mal nach Alter sortieren. Also im Grunde kannst du die alle einsetzen. Die, die wir hier sehen. Wir können auch mal Position mal sortieren. Rechtsverteidiger, da haben wir theoretisch nur einen. Den Christian Müller. Da müsste ich mal gucken, ob man irgendjemanden von denen hier, ihn zum Beispiel umtrainieren könnte. Könnte man, dass der vielleicht rechts spielen kann. Also dann mache ich das auch mal hier beim Trainingsziel. Rechter Verteidiger, dass er das mal mit reinnimmt. Mal ganz nach oben hier. Weil dann haben wir da noch ein bisschen mehr Perspektive. Ansonsten Innenverteidiger, 4 Stück, das ist in Ordnung. Defensives Mittelfeld haben wir 4. Das ist natürlich auch viel zu viel im Prinzip. Ich könnte jetzt sagen, Ernst ausleihen, aber der hat natürlich einen Vertrag, der ausläuft. Also bei Kimmich weiß ich jetzt nicht. Stärke 52. Ob man den irgendwo in die Regionalliga schickt, dass der sich da, dass er da spielt. Weil das ist eigentlich zu schade, dass der mit dem Talent bei uns versauert. Ne? So, Leihangebot, wo haben wir das denn? Leihgebühr, das muss ich ein bisschen runtersetzen. Ich würde mal sagen 5. Geht es noch weiter hier? 5, versuchen wir mal. Natürlich nicht Kaufoption, das ist ganz klar. Spieler anbieten, was könnte man denn hier? Regionalliga. Südwest Bayern. Aschaffenburg, Würzburger Kickers. Da müsste ich mal gucken, wie die spielen, ob die überhaupt defensiven Mittelfeldspieler einsetzen. Hier haben wir Roberto Desch. Kann ich natürlich auch schwer einschätzen jetzt hier. Deswegen, das macht die ganze Sache nicht einfacher. Rosenheim. Martin Stadler, ich glaube, es bringt nichts. Ich warte einfach mal ab. Wenn den einer haben möchte, dann, wenn einer kommt, könnten wir uns das angucken. Aber ich meine, es ist auch eigentlich nicht das große Problem. Wenn der regelmäßig spielt, dann hat er das schnell hier aufgeholt. Dann hat er das schnell aufgeholt. Ich warte einfach mal ab. Ich guck mal. Ich mache jetzt hier keine vorschnellen Schlüsse oder sonst irgendwas. Beşiktaş Istanbul, Nikola Vukcevic ausgeliehen. Und Stichwort Beşiktaş. Ich sollte mal gucken, ob hier Mark Janko, das kann ich gleich mal machen. Das können wir schnell machen hier. Ja, normal. Also BJ hat sich ein bisschen verbessert, ein Level. Das war alles, auch in der Abwertungsrunde. Sommer. So, Autosave lassen wir mal kurz durchlaufen. Unsere Sicherheit. Und jetzt gegen Dortmund. Auch hier schlechtes Wetter, also die Sommer in Deutschland waren auch schon mal was anderes. Und ja, ihr seht ja schon, da ist der Hallesche FC. Da geht's dann quasi ans Eingemachte. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt gegen Dortmund diese Aufstellung beibehalte oder ob wir das anders probieren. Dass wir quasi in dem Spiel mal die zweite mögliche Aufstellung versuchen. So, Papadimitrou kommt auf jeden Fall rein für Heidinger. Obwohl die Form gleich ist, aber das sind allein dann schon mal 4 Punkte Unterschied. Zwischen dem 18-Jährigen und dem 26-Jährigen ist natürlich ganz klar, wie du das dann machst. Paulsen für Fran. Weiß gar nicht, wie der Captain dann gewertet wird. Rockenbach da Silva oder Fandrich. Ich glaube, ich lasse Fandrich stehen. Ist von der Stärke momentan besser und von der Form auch. Tim Sebastian, der macht Platz für Hoheneder. Juri Jutt, da werden wir jung spielen lassen. Form von 17. Guckt euch das mal an, was ein Spiel ausmachen kann. Ist der Hammer. Also so schnell geht es. Also ein gutes Spiel und du machst dir sofort dicke Sprünge.
Henrik Ernst. Nehme ich mal mit für Schulz. Hat eine Form von 13. Was mache ich mit dem? Ich kann es ja mal versuchen zu verlängern. Spielergespräche. Da muss ich auch mal gucken, dass man nochmal irgendwie die Jungs, die hier neu sind, dass wir dann den Rest noch begrüßen. Ich werde dir eine Verlängerung anbieten. So, er wartet in den nächsten Tagen ein Angebot. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich gehe nochmal von hinten nach vorne, was hier die Geschichte angeht. Mit dem herzlich willkommen. Alles Gute zum Geburtstag. Wenn wir das mal gerade durch Zufall erwischen, dann machen wir das auch mal. So, wir klicken uns einfach mal durch. Da ist noch einer, Moris. Genau, es ist noch früh genug, das ist schon mal gar nicht schlecht. Moris Luge, der ist auch neu. Sehr schön. Kimmich, weiß ich nicht, habe ich das schon gemacht? Nee, habe ich auch noch nicht. Begrüßt. Das ist halt jetzt der Nachteil, wenn du viele neue Spieler hast, du kannst es in der ersten Runde nicht gleich alles abarbeiten. Dann weißt du nachher nicht mehr, wen habe ich jetzt und wen noch nicht. Tomala hatte ich auch noch nicht, das war klar. Guckt ein bisschen grimmig auf dem Bild. Verstehe ich gar nicht, warum. Außerdem, Sebastian, wo war ich jetzt hier? So, wir klickern einfach mal ein bisschen. So, ich kann sein, dass ich wieder irgendwas übersehe. Ne, ich glaube, da waren wir schon. Jetzt sind wir, glaube ich, durch. Schöne Geschichte. Haben wir das auch fertig? Keiner ist bockig, keiner ist sauer. Sehr schön. Sponsorenpyramide, gucken wir mal rein. Da haben wir noch ein paar Angebote. Bosch und der WWF. Ja, wie gesagt, ich möchte das gerne niedrig halten. Wir haben ja schon das Pech mit dem Hauptsponsor, diese 8 Jahre, die wir da am Hals haben. Da möchte ich das wenigstens hier ein bisschen weniger. Laufzeit senken für 2 Jahre ist okay. Na, jetzt unterschreibe ich das nicht, dass wir den Fehler machen wie vor kurzem. Und jetzt noch das mittlere Verhandlungspaket neben Sponsoren. 2 Jahre, ich versuche es mal, ob auf 1 runtergeht. Genau, sehr schön. Laufzeit erhöhen, nee, 12.000 für 1 Jahr, das ist in Ordnung. 42.700, guckt euch das mal an, was das für Dimensionen sind. Im Verhältnis, wie wir das hatten. Im Let's Play 1.0 mit unseren 3 Mannschaften. Das war dann, glaube ich, ach Gott. Da hatten wir teilweise hier Nebensponsoren, die schon 800.000 geboten haben. Jetzt sind wir hier insgesamt mit allem bei 42.000. Also das ist schon wirklich eine Kragenweite. Mannschaftsführung sehr gut für den großen Anklang, das freut mich. Also haben wir uns quasi als Trainer schon mal sehr schön eingelebt hier in Leipzig. Jetzt gegen Dortmund. Man darf natürlich jetzt hier nicht Trauben zu hoch hängen, dass man jetzt glaubt, wer Karlsruhe schlägt, der kann auch gegen Dortmund mithalten. Also alles, was hier eine Niederlage ist, die human ausfällt. Sagen wir mal 1-3, 0-2, das wäre in Ordnung. Wollen wir mal gucken, Mannschaft steht, also einfach nur, gut, Ernst könnte ich jetzt noch für Kaiser reinbringen, aber Kaiser hat auch eine schöne Form. Und von Kaiser erwarte ich einiges. Das ist ein Mann, der hat eine gute Schusstechnik. Und der führt das Spiel von hinten auf. Wir müssen einfach mal gucken. Müller, Jung. Das ist natürlich dann die beiden, die dann streiten werden, wenn er das eingespielt hat. Oder eben für Jod, ne? Weil Jod kann sich auch nicht alles leisten. Also ein bisschen Vorsprung hat er noch. Aber nicht mehr viel. Wir gehen rein in die Partie gegen die Schwarz-Gelben. Gegen den deutschen Vizemeister. Also hier 12-13 waren sie ja, glaube ich, sogar noch Meister gewesen am Tiender. Aber wir sind ja eigentlich quasi gedacht. Virtuell sind wir ja eigentlich schon 1 Jahr weiter, 2013. Sofortberechnung, gucken wir einfach mal, wie es aussieht. Der Sieg ist heute möglich, ja ganz bestimmt. Gebt euer Bestes. Also die ersten paar Minuten haben wir jetzt schon überstanden ohne Gegentor, aber ich glaube, das hält nicht mehr lange, weil Dortmund ist hier schon sehr am Drücker. Doch, Wahnsinn. Also Note 1 für Villas. Note 1 für Tobias Villas, ganz stark. Also der hält es da hinten zusammen. Normalerweise müsste ich jetzt sagen, der muss raus, ne, damit er das konserviert, aber das ist natürlich auch immer wichtig, dass du die Mannschaft beisammen lässt, dass zumindest der Kern sich einspielen kann. Macht es, lass uns genauso weitermachen, so haben wir uns das vorgestellt. Absolut. So, jetzt muss ich den loben. Gucken, dass ich den richtigen habe, weil das wäre echt bitter, wenn man das vermasseln würde. So, die werden motiviert. Ja Gott, die Note 2,5 loben, das ist immer so eine Grenze, so eine Schwelle. Da kannst du dir das Geld mal verbocken, ne, dass es in die Hose geht. Paulsen motivieren, dann haben wir es auch schon. Müller muss massiert werden, Villas muss massiert werden und ich würde auch fast sagen, den guten Röttger auf der rechten Seite. Das ist stark, also das ist richtig stark. Also wir können es natürlich jetzt in der zweiten Halbzeit noch richtig verbocken, dass wir da auf die Mütze bekommen, aber ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen. So, jetzt wechseln wir nicht aus, das machen wir dann gleich zur 68. Nach wie vor immer noch 0-0. Jetzt kommen die Wechsel für Dortmund. Jetzt macht Şahin
Das erste Tor. Villas geht jetzt raus, immer noch sehr stark mit einer 1,5. Ernst kommt für Kaiser, der nur eine 4 hat. Schade. Heidinger, linke Seite, Papadimitrou, da können wir auch nochmal. Ich wechsle das jetzt nochmal komplett aus hier. Jutt für Jung, der hat eine 2,5. Daniel Fran vorne, oh Gott, Paulsen mit einer 5. Also, nee, Tomala mit einer 5. Das ist echt ärgerlich. Ich glaube, ich lasse den nochmal spielen, ne? Dass der vielleicht nochmal runterkommt da irgendwie. Rockenbach für Fandrich. So, Jungs, Co-Trainer brauchen nicht mehr wechseln. Das ist absolut momentan noch im Rahmen, wie ich das mir vorgestellt hatte. 1:0 gegen Dortmund. Ja, jetzt letztendlich dann doch noch das 2:0 in der 90. Sebastian Kehl. Es macht aber nichts. Tomala zum Glück noch von der 5 runter, 4,5. Also man kann sagen, die erste Halbzeit war wirklich sehr gut. Große Teile der zweiten Halbzeit waren auch noch absolut in Ordnung. Man sieht es, also bestes Geben hat auch noch hingehauen. Also der Fußballmanager deckelt sich da quasi mit meiner Einschätzung. Also 0:2 gegen eine absolute, nicht nur deutsche Spitzenmannschaft, sondern auch internationale Spitzenmannschaft. Die sind nicht umsonst im Champions-League-Finale gewesen. Kann sich schon sehen lassen. Nuri Sahin, der war hier der Beste. Für die Dortmunder, Kaufoption Real Madrid 6 Millionen, das ist auch drin. Also da haben die Jungs wirklich nochmal, kann ich das sagen, absolut top Arbeit geleistet mit der Datenbank, das hier alles einzustellen. In Statistiken interessiere mich natürlich, wie hat's ausgesehen? Absolut mitgespielt haben wir. Ballbesitz natürlich für Dortmund, alles andere wäre auch komisch gewesen. Tobias Villas ist hier Spieler des Tages geworden. Ja, zumindest mal kein schlechtes Wetter, 23 Grad. 6 Schüsse für Dortmund, 4 für uns, 2 aufs Tor, davon 4 Chancen insgesamt. Das kann sich sehen lassen, also ist ein sehr guter Start. Also insgesamt kann man sagen, diese Vorbereitung war ein absoluter Erfolg. Diese 10 Tage in Igersheim, in der Provinz, irgendwo, ich weiß gar nicht, wo es genau liegt, ob das eben in der Mitte war. Vielleicht kommt ja irgendeiner von euch aus der Nähe von Igersheim. So, jetzt haben wir den Laktattest. Ich bin mal gespannt, wer jetzt hier faul war. Daniel Fran, vorbildlich der Kapitän, 3 Punkte gewonnen. Niklas Hoheneder, alte Fitness, neue Fitness, 10 Punkte dazu. Wichtig ist auch hier in diesen Ligen schon in der dritten Liga, dass du hier professionelle Jungs hast. Der hat sich auch verbessert, der gute Jutt. Auch Clemens Fandrich, eine Steigerung von 5 Pluspunkten. Tobias Villas trainiert mit Privattrainer, 3 Punkte gewonnen. Kimmich, auch 5. Also bis jetzt haben sich hier alle wirklich reingehangen. Klasse, 36 Fitnesspunkte gewonnen. Kein Spieler hat sich verschlechtert. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das schon mal oft hatte im ersten Let's Play in den 7 Saisons. Dass da wirklich alle mitziehen, das ist echt schön zu sehen. Wir sind nominell die beste Mannschaft der Vorbereitung, aber Gott, hier kann man nichts sehen, ne? Wie viele Spiele haben die alle gemacht? 3, also wir haben die meisten Spiele gemacht. Man kann natürlich auch nicht viel machen jetzt in der kurzen Zeit. Kann mir auch vorstellen, dass hier nicht alle Mannschaften Geld für ein Trainingslager haben. Also da sind wir wirklich schon gut dabei. So, Kimmich, Alemannia Aachen, das ist der Viertligist, den ich mir vorgestellt hatte. Aachen wird doch eine Mannschaft sein, die oben mitspielt. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was haben die denn für Spieler? Beste Position, defensiv. Tim Lünenbach. 55. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der im Talent mithalten kann mit dem guten Joshua Kimmich. Die haben hier unten noch einen starken Armand Trevina. Der ist aber eher zentrales Mittelfeld. Kann natürlich passieren, dass die zentral spielen, also mit zentralem Mittelfeld spielen. Dann hätte Kimmich ein Problem. Aber so wie ich das sehe, spielen die mit defensiv. Zwei Defensive. Das wäre natürlich dann nicht schlecht für Kimmich. Ich hoffe, er spielt. Ich meine, zu Anderlecht schicken ist natürlich Quatsch, weil wir sehen das auf der anderen Seite der Nahrungskette. Dass quasi wir die Spieler von Anderlecht nehmen, die Spielpraxis haben sollen. Ja, wir können ja mal verhandeln. Ich habe ja gesagt, wenn einer kommt, dann passt es. Anthony Jung nach wie vor in Topform. Also hat ihm das Spiel dann nicht in Abbruch getan. Hat ja auch nur 2,5 gehabt. Staatsbürger Verletzung 7 Tage, dann ist der Fabian Franke wieder da. Also Villas macht es momentan sehr gut, hat den Punkt da übernommen. Die Führung quasi in der Innenverteidigung. Das Trainingslager beendet. Hendrik Ernst hat Trainingsziel erreicht. Das geht jetzt relativ schnell, weil ich, wie gesagt, diese 3 Punkte nur einstelle. Sehr schön, hat bei der Ausdauer zugelegt. Dominik Kaiser, mal schauen, was das war. Bei der Robustheit. Das wird wichtig sein. Form von Anthony Jung verbessert, 3 Punkte. Sebastian Henske überzeugt im Training, Innenverteidiger. Aus der zweiten, Stärke 53. Und Peter Rölke ist wieder fit. Namen, die mir alle noch nicht viel sagen. Das ist ja klar. Ja genau, zweite Mannschaft. Ich wollte mal gucken, ob wir da nochmal ein Freundschaftsspiel machen können. Trainingslager geht es jetzt? Geht immer noch nicht.
Oder muss ich erst ans Auswählen, dass das funktioniert? Jetzt geht's ja. Ich müsste erst ans Auswählen. Krakau. Teamwork ist aber schlecht. Teamwork ist aber schlecht, ja. Vielleicht schicke ich die einfach auch hier nach Igersheim, aber das Teamwork ist da komplett nicht vorhanden. Komplett nicht vorhanden. Donaueschingen, Schwäbisch Hall, auch kein Teamwork. Lokales Trainingslager, Stettin. Ja, können die mal nach Polen fahren. Natürlich nicht so lang. Ich glaube, 10 Tage ist, glaube ich, auch für die in Ordnung. Schicken wir die mal. Bei der A- und B-Jugend muss ich gucken, ob sich das lohnt, dass man da beide schickt. Schicken wir die auch hier hoch. Nee, Lodge können wir die hinschicken. Lodge ist natürlich eine klasse Sache. Auch 10 Tage. Machen wir alle Jugendteams. Und dann jetzt nicht vergessen, ich wollte ja eigentlich ein Trainingsspiel ansetzen. Für die zweite im Trainingslager. Vielleicht klappt es. Sind natürlich alles starke Mannschaften hier. Das sind polnische Clubs. Wer ist denn hier schlecht? Ich kenne mich da nie aus. Also Lechia Gdansk. Die sind hier die nominell schlechteste. Ja, Gott. Schicken wir die mal auf die Schlachtbank. Aber die, gut, die haben auch eine Stärke von 574. Also ist ja nicht absolut katastrophal jetzt. Gucken wir mal rein, Teamdynamik, wie es aussieht. 32 ist ein bisschen gefallen. Wir haben jetzt hier ein fehlendes Ziel. Daniel Frahn möchte sich verbessern. Das hat er momentan noch nicht geschafft. Körperlich stärker werden, mehr Verantwortung übernehmen. Möchte das nicht. Das ist das Problem. Wir haben einen Captain, der eigentlich keine Verantwortung übernehmen möchte. Das ist einfach der Führungsqualität geschuldet, weil die ja erst mal bei 5 ist. Und die müsste schon bei 6-7 sein, dass das irgendwo Früchte trägt. Kann man nicht ändern. Vertrauensspielergespräche. Wir haben noch nicht mit allen gesprochen. Ich sag mal hier überall nochmal dieses körperlich stärker werden. Dass wir uns zumindest da alles Gute zum Geburtstag. Der nächste, Mann. Hier ist im Moment absolute Hochphase, was Geburtstage angeht. So, er hier, körperlich stärker werden. Ich will gar nicht gucken bei der zweiten Mannschaft. Aber das ist echt geil hier, 121. Also sowas würde ich mir dann auch für die erste Mannschaft wünschen, obwohl wir mit denen noch nicht gesprochen haben. Keine Minute. So, ein bisschen was haben wir noch. Wir können hier wieder mal noch ein bisschen Golf spielen gehen. Und dann starten wir durch. So, was wollen die denn? Leihgebühr 3.300. Ist ein bisschen weniger, als wir gefordert hatten. Wir hatten ja, glaube ich, 5. Darf gegen eigenen Verein spielen? Ja. Gehaltsübernahme 60%, aber der verdient auch nur 19. Das heißt, ungefähr die Hälfte, das wären dann 9.500. Und übernehmen die ungefähr, ja, 10.000, 11.000 davon. Ja. Was machen wir? Was machen wir? Wird der spielen bei denen? Ich hoffe das. Der hat Fähigkeiten 57. Ich meine, es kann uns eigentlich nur nützen. Wir haben zwei Spieler, die defensiv auf jeden Fall vor ihm sind. Ich weiß es nicht. Weil es kann natürlich nach am Ende passieren, dass der dann nur auf der Bank sitzt und dann haben wir ein verlorenes Jahr für den. Nee, ich will es nicht. Ich lehne das ab und ich werde ihn auch jetzt runternehmen da auf der Seite. So, gucken wir mal dritte Liga rein, wie das hier aussieht. Die Besten sind wir mit 704, die Schlechtesten die Spielvereinigung Unterhaching, der ehemalige Bundesligist. Sind auch die Jüngsten mit 19,4 im Durchschnitt. Das ist Wahnsinn, ne? Die sind sogar jünger als irgendeine zweite Mannschaft eines Bundesligisten. Und das ist wirklich deine Leistung. Ja, schlimm wird es natürlich, wenn man das hier unten sieht, ne? Teuerste Transfers, nur Leipzig. Paulsen 600.000, Kimmich 500.000, Papa Dimitru 180.000. Das ist wie damals Hoffenheim, ne? Die haben ja auch schon in der damals noch Regionalliga vor ein paar Jahren, wo auch die Sportfreunde Siegen dann mitgespielt haben, ordentlich Geld übrig gehabt auf der hohen Kante und haben da eingekauft. Eigentlich ist es ja, wie ihr wisst, nicht so mein Steckenpferd, ne? Aber ich finde mal, Leipzig gibt der Sache auf jeden Fall eine Chance, ist ja gewählt worden von euch und ich finde die Mannschaft sympathisch, die Mannschaft kann ja nichts dafür, ich meine, der Verein auch nicht. Mir ist auch insgesamt Red Bull nicht unsympathisch, also Dietrich Mateschitz an sich ist ein guter Mann, glaube ich. Hat sehr viel getan für Österreich, natürlich für das Ansehen. Und von daher, ich finde es natürlich immer nicht gut, wenn irgendein Investor kommt und dann irgendeine Mannschaft von unten nach oben peitschen möchte. Nur ich finde Leipzig, das ist halt Standort Ost und das, ja, die Stadt Leipzig natürlich auch Tradition. VfB Leipzig das letzte Mal 1992 in der Bundesliga gewesen und da will ja RB wieder hin. Bin mal gespannt, ob wir das hier im Let's Play schaffen können. So, Stecktabelle. Da machen wir natürlich nach Stärke einsortiert. Wir stehen da ganz oben und ich habe ja gesagt, dass ich uns in der Relegation haben möchte, das heißt Platz 3. Ich schätze Duisburg auf der 1. Dortmunds zweite nicht so hoch, weil das schaffen die zweiten Mannschaften meistens gar nicht. Ich glaube aber, dass Heidenheim gut sein wird. Und uns dann für Münster tauschen, noch Heidenheim auf die 2 und ich denke mal, dann ist es okay.
ganz unten unter Haching und Erfurt. Aber ich sehe eigentlich Elgersberg ganz unten. Halle, da ist Kiel. Kiel wird es auch schwer haben. Die beiden Aufsteiger. Regensburg. Regensburg eigentlich auch eine Truppe, die natürlich von der zweiten Liga nach unten kommt. So, wollen wir mal gucken, ob das am Ende irgendwo so in der Art ausgeht. Jetzt muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich den Kimmich dann auch runternehme von der Transferliste. Was sind wir denn? Wir sind nicht Topspiel, aber zumindest dabei. Dortmunds Zweite gegen Stuttgarts Zweite und dann haben wir noch Duisburg, den Absteiger gegen Heidenheim. Also da schon zwei Favoriten auf jeden Fall für die Saison. Treffen da aufeinander. Ist natürlich gleich ein Ostderby. Halle gegen Leipzig. Gibt natürlich noch so eine kleine Anekdote. Der hallische FC ist ja quasi dafür verantwortlich gewesen, dass RB Leipzig jetzt erst aufgestiegen ist, weil die haben das Jahr davor die Regionalliga gewonnen, sind damit aufgestiegen und Zweiter war Leipzig. Da waren sie alle froh und haben Halle beglückwünscht, dass sie quasi das Kunstprodukt RB Leipzig quasi noch ein Jahr unten gehalten haben. Jetzt haben wir es aber geschafft in die dritte Liga und möchten uns natürlich da nicht nur halten, sondern möchten da nach oben. So, Transferstatus, das nehme ich runter. Bisherige Ablöseforderung, das müssen wir wieder hochnehmen. Der ist 90.000 wert. 100.000 hier. Und dann den Marktwert hier einstellen. 90, genau. Alles klar. Saisoneröffnung. Auf die starken Neuverpflichtungen. Ja, ist klar. Wir haben es ja eben gesehen. Drei Spieler, die wir verpflichtet haben, waren auch wirklich die drei Top-Transfers der Saison. In der dritten Liga. Neuer Gegenstand, Hintergrund verfügbar, eine Schachfigur. Ich bin überhaupt nicht der Schachspieler. Was ist das hier oben eigentlich? War das ein Hund? Ich glaube, das war ein Hund. Wir können hier unten mal die Stempel-Dingens-Gedöns wegnehmen. Dann machen wir uns das Schachding dahin. Hatte ich auch noch nie, glaube ich. Da ist es. Sehr schön. Mal gucken, ob wir hier irgendwie den Hallesche FC schon jetzt sehr früh Schachmatt setzen können. Scouting abgeschlossen von erst die Anderlecht. Wollen wir mal gucken, ob hier einer dabei ist von unseren. Die 16-Jährigen, die ganz Jungen. Marc Tuil haben wir hier zum Beispiel. Aber ich glaube, keiner dabei. Da ist nicht hier der Karim Tafi dabei gewesen. Das war, glaube ich, so einer, ne? Wir können gerade mal reingucken noch. Kooperation. Da haben wir sie. Abdullah Yesek, den Kapitän 24, dann Karim Tafi und Bigen Yala Lusala. 19-jähriger hängende Spitzenspieler. Mal gucken, könntet ihr auch irgendwo vorne im Sturm. 58er Stärke. Was ist er denn? Wo ist er denn gut? Torrichter nicht so wirklich. Ich würde mal so sagen, er lässt einiges zu wünschen übrig. Kann auch kein Deutsch, logischerweise. Karim Tafi. Vielleicht defensives Mittelfeld. Der kann offensiv. Der könnte offensiv, wenn er es eingespielt hätte. Defensiv könnte er auch. Verliert einen Punkt allerdings da. Den müssten wir einsetzen. Das ist immer das Problem, was wir haben. Wenn wir so einen holen, dann müssen wir den einsetzen. Das heißt, es müsste normal eine Position sein, die uns auch hilft. Und momentan würde uns hier keiner von denen helfen. Vielleicht noch er hier, Zack, weil das ist ein Spieler rechte Verteidigung. Aber ist er auch schon 24. Den könnten wir nehmen als Update quasi. Für die rechte Seite. Weil da fehlt uns ja noch einer. Da haben wir eben gesagt, wir wollen Jung dahin trainieren. Wäre eine Möglichkeit. Weil sonst geben die uns keinen. Ich glaube, da kommt auch keiner mehr zu. Wir könnten versuchen, den Abdullah Yesek zu bekommen. Leihanfrage. Weil der Rest bringt nichts. Ich will auch von denen keinen einsetzen, ne? Weil die Position, da brauchen wir wirklich dann. Oder da haben wir eigene Spieler, die wirklich Perspektive haben. Rechter Verteidiger könnte ich mir vorstellen, ne? Wenn wir mal reingucken hier. Christian Müller ist ja schon 28. Also da ist auch jetzt nicht so, dass du dir jetzt einen Spieler eine Perspektive wegnehmen würdest. Das könnte uns helfen. Der ist nämlich auch, was hat denn der für eine Erfahrung? 5 von 10, also es wäre auch nochmal ein Führungsspieler. Machen wir mal. Genau, machen wir. 80% der Ligaspiele. Den müssten wir jetzt quasi dann da haben. Irgendwo ist hier noch, ne, jetzt keine News mehr da. Mal schauen, wo ist er? Abdullah Yesek, da ist er. Zur Laie, erst sehr Anderlecht. Kann ich jetzt nicht begrüßen, bekommt natürlich noch Trainingsziele. Rechter Verteidiger, Zweikampfgrätsche muss er unbedingt verbessern. Ausdauer auch. Das ziehe ich mal ganz nach oben. Und die Flanken. Also falls der nach vorne kommt. So, hier überall 2 Punkte runter, dass wir diese 3 Entfernung haben.
Okay, wollen wir mal gucken. Der ist ein Kämpfer. Das ist natürlich auch nie schlecht. Vielleicht ein bisschen Erfahrung. Wo kommt denn der her? Der kommt eigentlich, ja, AD Dakar aus Senegal. Und dann Anderlecht, immer ausgeliehen gewesen. Irgendwo kann ich hier nicht sehen, wo das war. Müssen wir mal gucken. Hat auf jeden Fall annähernd eine 60. Vom Talent ja auch ungefähr da einzuordnen, wo unsere Spieler sind. Okay, nehmen wir den mal mit für die rechte Seite. Ich würde mal sagen, wer ist denn hier? Wer muss denn nicht unbedingt mit hier? Ich würde mal sagen Heidinger. So, haben wir Verteidigung, defensives Mittelfeld, offensives Mittelfeld. Und dann auch noch vorne im Sturm einen, den Fran, den Captain. Aber das nützt momentan nichts, wenn ich den einsetze. Rockenbach da Silva, auch nicht unbedingt. Okay, Mannschaft steht, können wir noch Taktik gucken. Fandrich, ja. Ist der überhaupt Spielmacher? Kann der das? Kann der das? Ist Spielmacher, ja, mit schwachen Nerven. Das hilft natürlich nicht wirklich. So, das ist okay, das haben wir ja schon alles. Wollen wir mal gucken, was hier gebacken ist. Grogia von Wolfsburg? Nee. Den haben die dahin verkauft anscheinend jetzt hier, ablösefrei. Akaki Grogia. Deutsch-Georgia. Lindenhahn, offensives Mittelfeld vorne. Furuholm, der ehemalige Düsseldorfer. Ziegenbein. Ah, wo war der denn? Ich glaube, Rostock hat der gespielt. Genau, Rostock, Wien, 1860 auch mal gewesen. Ja. Wagefeld, der Kapitän. Die haben schon auch eine gute Mannschaft hinten. Lacheb, Brückmann, ehemals Bochum. Kann sich sehen lassen. Wollen wir mal gucken, was wir da erreichen können. Ist das erste Spiel, ist auswärts. Derby gegen Halle. Bis gleich.